So, Hallöchen an YouTube. Kurz in die Aufnahme reingesprungen. Vanni ist auch da. Hallöchen. Hi. Heute ohne Livestream, aber Aufnahme. Und ich bin gerade auf dem Weg Richtung eines Airdrops, der gerade vor 30 Sekunden runtergekommen ist, mehr oder weniger. Ich war links beim Schrottplatz. Problem ist, der ist nah am verstrahlten Biom. Ich kann sein, dass ich gleich verstrahlt sein werde. Dann müssen wir ein bisschen gucken, wie wir es insgesamt machen. Weil wir sind schon sehr nah dran. Sehr, sehr nah dran. Ich glaube, ja, hier ist verstrahlt tatsächlich. Muss ich aufpassen. Wir halten es kurz aus, aber wir müssen echt schauen, dass wir schnell wegkommen. Hier war ich nämlich schon mal. Außerdem die Strahlung bearbeitet. Ja, wahrscheinlich haben sie es so schlimmer gemacht. Wahrscheinlich eher. Und dahin ist der Airdrop. Gucken wir mal. Mit allen drum und dran. Natürlich auch die Spawners. Aber das sollte alles im Bereich des Machbaren sein. So, wir halten hier. Jetzt gucken wir mal. Wir werden wahrscheinlich, wie gesagt, ein bisschen verstrahlt. Gucken wir mal. Wir nehmen es jetzt, in Kauf. Ich bin am Überlegen, ob wir die tatsächlich mit Schusswaffen wegmachen, die Dudes. Schraubendreher mal einstecken. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Crafting, yo. Bogen haben wir auch, allerdings nicht so viele Pfeile. Gesundheit. Erschöpfung, leerer Magen bis jetzt. Okay, gucken wir mal. Wir probieren es mit Bogen. Wann ist mein Schrottplatz belieben? Die hätte ich abholen müssen, das hätte zu lange gedauert. Oh Gott, deswegen hab ich ist das ungünstig. Boah, ist das ungünstig. Alter, ich stehe mittendrin praktisch gerade, oder was? Nee, fast. Okay, meine Pfeile werde ich nie wiederfinden. Das Problem ist, hier ist hügelig. Das ist mega kacke. Alter, der ist zweimal ausgewichen. Ist dein Ernst? Boah, ich sehe einen Scheiß. Das ist die falsche Seite auch noch. Okay, alles mit Headshot. Aber einer ist reagiert. Natürlich ist ein Dünner. Halt die Klappe. Hör es auf. 7 Minuten noch. Mehr als genug Zeit. Oh, ja dann. Sieh zu, dass du was Gescheites rausziehst. Airdrop! Das ist der zweite Airdrop. Das ist das ist unbelievable. Eine Flasche Wodka. Danke für nichts. Zum Feiern. Ja, anscheinend. Die Scum-Torte, die gibt's gar nicht mehr. Früher war mal eine Scum-Torte drin. Eine Kettensäge. Okay. Ich glaube, den Kuchen musst du inzwischen selber machen. Ja, den gibt's nicht mehr. Oh, ist das, AK, nee, was ist das denn? Visier, Taschenlampe, ist Waldtaschenlampe, aber ein Scope für eine Range, also für eine, ich glaube, ich habe einen Scope für die Hunter tatsächlich. Am Jungschneider, Electric Kit, Handschuhe, okay, nett. Aber massenweise Muni und Magazine für eine AKU müsste das gewesen sein, 3 Stück. Aber lustigerweise das falsche Scope dafür, eine Tarnanzugshose. Welche Komm, gib mir noch einen 40er Schraubendreher. Oder eine Handfeuerwaffe. Wie ist hier für eine Handfeuerwaffe? Das wäre so geil. Aber die haben wir schon gelootet, da ist nichts drin. Ein 40er Benzingun ist dann mit vier Einheiten. Mhm, danke für nichts. Das ist arm. Das ist arm. Es ist wirklich arm. Ah ja. Ah ja, ich kann den Bogen behalten tatsächlich. Okay. Wir haben noch 7 Minuten. Ich versuche aber Pfeile wieder zu kriegen. Natürlich finde ich ihn hier. Hm.
Weiter rüber will ich nicht. Okay, da ist nur einer. Aber, tatsächlich... Nee, AS Wall war's. Okay, da macht das Visier auch Sinn. AS Wall, cool. Weil wir haben zwei AS Wall. Wir hatten nur keinerlei, keinerlei Magazine dafür. Jetzt haben wir Magazine, drei Schachteln Muni, drei Magazine und fettes Scope. Nett. Und ich habe... keine Strahlung hier. Das heißt, wir werden jetzt aber gucken, dass wir natürlich in der Richtung wieder wegkommen. Idealerweise. Denn hier ist Strahlung. Das heißt, wir müssen die Straße hier nehmen und nach unten. Also hart an der Grenze zur Strahlung ist das Ding allerdings. Ja. Problem wäre halt auch gewesen, wenn das Zeug jetzt alles verstrahlt ist. Was ich anhabe, können wir alles wegschmeißen. Strahlung überhaupt weg? Ja. Mit der Zeit geht sie weg. An deinem Körper, also von dir selbst durch Pingeln, also sehr, sehr viel Wasser trinken und pingeln, wie es was geht, durchgehend. Praktisch Ausscheidung durch den Körper. Und auf Gegenständen Seife waschen tatsächlich. Für fast grundsätzlich. Bleibst du jetzt erstmal bei der... beim Schrottplatz? Weiß ich nicht, ist die Frage, was geplant ist. Also ich bin jetzt praktisch schon wieder weiter. Ich würde jetzt zur Fabrik fahren, B1 die Fabrik. Dann würde ich hoch Richtung C2 Händler alles verkaufen, was wir haben. Und dann nach Hause craften. Dann sollte ich die 150 Ruhmpunkte, 132 Ruhmpunkte jetzt gerade bekommen. Oder das bin ich gerade. Airdrop bringt auch Ruhmpunkte. Sollte dann nämlich passen, dass wir dann die Waffen kaufen können. Ja gut, dann fahre ich mit dem Motorrad Richtung Fabrik, beziehungsweise wenn du dann da gleich durch bist, sagst du mir Bescheid. Nee, komm zur Fabrik, weil dann mache ich unten schnell noch die Tanke und alles. Kein Problem, halte ich mich ein bisschen einfach in dem Gebiet auf. Hier ist sowieso spannend, weil ich glaube, hier könnte man auch vielleicht noch ein Dirtbike oder so, wo ich gerade lang fahre, weil da fährt du bei keine Sau lang. Okay, ich denke mal, ich werde dann auch zuerst zur Tanke fahren. Schade, hier ist nichts. Tanke ist da beim Dorf, ne? Ja, also die Standard-Tanke halt. Die gute alte Bekannte. Aber. Scheiß drauf. Ich hab schon wieder meinen Ballisterbogen gerade liegen lassen, weil ich die Kettensäge noch einstecken hatte. Also der Ballisterbogen, der liegt jetzt irgendwo im Ball, den werde ich nie wiederfinden. Nee, den finde ich. Ist egal. Wir haben Ersatz. Ich habe den letzten Mal, tatsächlich habe ich den, war das in der letzten Folge? Ich glaube, ich habe den auch liegen lassen. Wegen irgendeinem Blödsinn. Freitag auf jeden Fall nicht. Nee, Freitag nicht, aber ich habe ja noch eine Folge zwischendrin schon wieder aufgenommen. Da, wo ich die Ska gelootet habe. Stimmt, tatsächlich in der letzten Folge. Irgendwie gerade in der letzten Folge tatsächlich. Habe ich den auch liegen lassen. Bin ich zurückgefahren. Aber jetzt, den finde ich nie wieder. Der Airdrop würde nicht gleich despawnen. Da habe ich keinen Anhaltspunkt mehr, wo das Ding liegen könnte. Ganz zur Not machen wir irgendwann nochmal Schloss oder wir so. Machen ihn nochmal Burg. Das ist das momentan das Lohnenswerteste, was den Loot angeht, überhaupt. Also wenn jetzt Geld fehlt, ist das Erste, was wir machen, Schloss. Definitiv. So, das Geile ist allerdings, wir haben jetzt nochmal, die Kisten sind eh alle schon wieder voll. Das Scope ist cool, die Ballmagazine sind cool, weil wir die Wall ja haben und allen drum und dran. Silencer. Silencer ist die Wahl, aber ein Silencer wäre cool gewesen für eine andere Waffe. Das wäre nicht schlecht gewesen. Guck mal, das Wasser kann man rausschmeißen. Eine Nadel. Okay. Pfeile sieht's. Oh, wobei, das sind auch welche. Das ist auch verkauft. Oh, geil. So, übrigens, ich habe eine Tür an Rager. Das war Legolas. Der hat mir die... kein Zombie. Der hat mir die Tür gerade rangebaut, weil eigentlich war der Plan, beim Schrottplatz schnell noch die Tür zu holen. Da allerdings gerade der komplette Server tatsächlich gerade beim Schrottplatz war. Scheiße. Und bist du tot? Nee, tot bin ich nicht. Aber meinem Dirtbike fehlt ein Vorderreifen. Ja gut, du bist... Wo bist du noch beim Schrottplatz?
Nicht mehr ganz, aber. Wo bist du? Ich bin, wenn man vom Schrottplatz nach rechts guckt, kurz rechts neben der gelben Straße. Also noch auf, noch auf der rechten Seite der gelben Straße beim Schrottplatz? Nee, auf der linken Seite. Auf der linken Seite der gelben Straße. Na gut, läufst du? Weil bis ich da bin, bist du auch dort, glaube ich. Beim Schrottplatz oder bei B1? Nee, beim Schrottplatz. Nee, du einen Reifen und ein Dirtbike holen. Das sollten Reifen liegen auf dem Schrottplatz. Ja. Hätten wir mal doch lieber repariert. Weil ich glaube, wenn du bei der Mitte B0 bist, bist du schneller, wie ich zu dir hingefahren bin. Ja, ich lauf zurück. Oh Gott. 3, 4, 5. Glaube ich. Dann looten wir noch ein kleines bisschen in die Stadt, bis wir die Wanne wieder einsammeln können. Frage ist... Habe ich in der Auto... Was für ein Rad ist es? Vorderrad? Mhm. Na, hätte ich sogar einstecken. Allerdings. Schlimm ist, ich muss jetzt gucken, dass ich Blueprints wie so ein bisschen Hänsel und Gretel mäßig setze. Dass ich das Dirtbike nachher wieder finde. Ja gut, das müsstest du so oder so, oder... Also, sag an, soll ich kommen oder soll ich nicht kommen? Nee, ich probiere erstmal mein Glück. Okay. Danke. Ich habe meine Cheeseburger-Feldration. Wobei, ich habe auch noch Cracker. Ah, komm ja auch ins Cheeseburger rein. Wenn es nicht klappt, also ein Dingsrad habe ich einstecken. Wieso zuckt mein Bein so? Dann müssen wir nur das Auto wiederfinden. Müssen allgemein nochmal Loot aussortieren. Compoundbogen habe ich auch einen neuen. Scar M249 habe ich nochmal gefunden. 71%, 72% sogar. Gar nicht so scheiße. Oh, vielen Dank. Oder hast du Hilfe bekommen? Nee, aber Legolas hat mir pinke Stiefel in den Leica gelegt. Ja. Ich merke gerade. Gut, ich habe jetzt den Compoundbogen, aber ich sollte den Ersatzbogen vielleicht ins Auto legen, wenn es so ein 90-Pfund-Bogen wäre. Das wäre durchaus sinnig. So. Ja, stimmt. Ich neige zum Bogen verlieren. Leider. Okay, aber wir haben jetzt den Compoundbogen. Damit können wir auch notfalls arbeiten. So, ich habe mir jetzt eine Brotkrumspur aus Bauplänen gemacht. So ein bisschen ungünstig mit dem Zoom hier. Oh, krieg mal hin. Eine Sporantasche. Ja, holla. Den Reifen krieg ich auch ohne Wagenheber installiert, richtig? Nein. Hast du keinen Wagenheber? Da muss ich kommen. Stimmt, das war ja neu, das Dirtbike. Ja, du hast keinen Wagen. Ja, Wagenheber, warte mal, dann komm ich. Na, das Problem ist, ich habe im Dirtbike ja auch. Keinen Platz. Noch. Ja. Ja. Jo, oh, die Taschen können wir schon kaufen tatsächlich. Das geht mit den wenig Ruhmpunkten. Dann komme ich dir gleich entgegen. Lauf schon mal zurück zum Dirtbike. Okay. So, aber jetzt machen wir erstmal hier noch. Knacken. Danach gibt es für euch eine Pause, die ihr das gerade live sehen. Oder die Folge sie angucken live, ist es ja gar nicht. Dann machen wir eine Pause, dann sehen wir uns gleich bei Bunny dann wieder. Dann müsst ihr euch die Fahrtstrecke nicht geben. Und dann machen wir da direkt weiter. Ich habe kein Problem, kann ich alles rausschneiden. Okay, eine Rauchgranate, eine stichsichere Weste und 45er 6 Kugeln. Hat sie jetzt nicht. Hat er schon besseren Loot gehabt. Das sah schon mal besser aus, Freunde. Deutlich besser sogar. Okay, also. Vielleicht finde ich meinen Bogen wieder, wobei der ist ganz woanders. Also, bis nachher. Okay, meine Pausentaste geht nicht, merke ich gerade. Warum? Warum ist mein Streamlink schon wieder abgeschmiert? Ach komm, bitte. So, willkommen zurück. Wir haben das Dirtbike wieder und
Wir haben Bunny wieder. Und wir werden jetzt einmal B1 Stadt looten und danach geht's Richtung Händler. Aber in das dann erst in der nächsten Folge. Und wir haben uns dazu entschlossen, wir werden das leise tun. Ich dann mit dem Compound-Bogen. Hast du einen 100-Pfund-Bogen, Bunny? Nee, 90er. Okay. Einen 100er kann ich, glaube ich, noch nicht ziehen. Okay. Teilen wir uns auf oder? Teilen wir uns auf, würde ich sagen. Okay, dann gehe ich hier weiter geradeaus. Oh, guck mal, Seil und Bolzen. Na, holla. Wir werden jetzt so ein bisschen, ich würde sagen, Garagen, die interessanten Spots, die Läden. Irgendwas ist gepult? Nee, das war ich. Ja, die interessanten Läden, Garagen, Rest auslassen, Kirche vielleicht noch. Mal gucken, was da drin rumliegt. Nächel. Aber wir brauchen hier... Eigentlich brauchen wir tatsächlich aus den normalen Dörfchen nichts mehr. Ich loote trotzdem eigentlich recht gerne. Auch normale Häuser nach wie vor. Weiß ich nicht. Aber nur, weil es da die 40er Schraubendreher geben könnte. Gott, das ist richtig. Aber wir haben noch ein paar. Also ist nicht so, dass wir jetzt keine Aufladung mehr hätten. Interessant ist jetzt, dass ich erstmal wieder um... Ich habe ewig keinen Compound-Bogen mehr gespielt. Ja, der braucht halt so ewig, ne? Um zu zielen. Ja, das ist es halt. Also auf die Masse gesehen ist das Ding halt kacke. Dafür, wenn du irgendwie Aim-Probleme hast, ist das Ding super. Aber das klappt eigentlich ganz gut. Mobiltelefon. Na, immer ein bisschen Loot kommt schon bei rum. Wieder eine Alter. Sporantaschentag. Die Sporantaschen sind auch die neuen Schneiderbretter. Ja, irgendwie. Chippen. Ah, guck mal hier, $200 Wagenheber, danke. Verbesserter Dietrich, okay. So. Also, die ganzen interessanten Hütten nehmen wir mit. Das Problem ist jetzt, weil wir uns aufgeteilt haben. Ich glaube, du hast den ganzen Spawn wahrscheinlich. Ich habe gar nichts hier. Oh, M1911. War ich hier Gebüsch? Ja, ich hatte auf jeden Fall gerade guten Spawn um mich rum. Ja, okay. Ein Ei. Ei, die Dei. Er ist echt gut Zeug. 95er Maske, Mobiltelefon recht hoch. Ey, in dem blöden Lebensmittelladen, ne? 2 M1911 Magazine. Okay. Die können wir mit verkaufen. Damit können wir uns inzwischen auch totschmeißen. Ja, aber was kriegst du? $10? Oh, glaube ich. Das ist, ja. Da werfe ich sie lieber auf Leute. Ja, gut. Ich habe meinen Pfeil gerade eingesammelt, ich glaube nicht. Hackebeil, aber auch schöner Loot eigentlich hier. Komm mal den Megan. Komm mal den Megan. So, und wir brauchen dann erstmal das ganze Geld, um noch Ruhmpunkte dazu zu gewinnen. 132 jetzt, das heißt, es fehlen noch 18 Ruhmpunkte. Theoretisch, also 18.000, dann hast du es auf jeden Fall. Sollte eigentlich auch ein bisschen billiger gehen. Müssen wir mal gucken. Aber ich habe noch 15.000, wir haben zwei Verkaufskisten voll. Allerdings brauchen wir auch noch ein bisschen Kohle für Visiere, beziehungsweise eben für Silencer und so weiter. Gucken wir mal. Aber sollte sich geldmäßig, eigentlich sollte sich das ausgehen. Wie viel Geld hast du eigentlich, Wanni, gerade so? 6.100. Naja. Ja. Ein bisschen Benzingeld brauchen wir auch noch. Dieses Taschengeld. Ich habe ein Rager-Licht vorne gefunden. $300. Wobei vorne könnte man sogar mal eins behalten. Weil vorne gehen sie gerne doch mal kaputt. Wenn es irgendwo, muss ja nur gegen den Baum fahren. Schon wieder eine Maske. Alter, ist Halloween-Masken sind da irgendwie... Ich glaube, ich habe insgesamt in der Staffel 10 zwei gelootet. Ich habe jetzt schon zwei gelootet gerade. Irgendwas passt hier nicht. So, ich habe jetzt so ein paar viele Puppets um mich rum. Polizeistation würde ich sagen, lass mal aus, oder? Ja. Nimm doch den Stift. Ich mag Stifte.
Charakter hat Hunger. Ich loote mal eben kurz den Lebensmittelladen. Jo, mach das. Muss sagen, ich bin gerade ganz zufrieden mit den Werkzeugläden. Die Garage nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Ja, die zwei hier vorne vor der Dings habe ich schon gemacht, vor der Polizei. Also die in der Nähe sind. Ja. Vier bei der Polizei noch nicht. Ah, da bin ich gerade. Oder in der Nähe. Oder ja, Schraubendreher kam gerade schon rum. Immerhin. Du bist in einem Gebäude neben mir. Ah. Glaube ich. Hallo, Frau Nachbarin. Zumindest höre ich Rumoren. Ruhe da drüben! Ich loote! Loote leise. Siehst du? Der andere Nachbar beschwert sich auch schon. Ah, jetzt nicht mehr. Wir haben sie mal beschwert. Das sieht man, was bei rumkommt. Muss meine Carbonpfeile wieder einsammeln. Ah, huch! Okay, das war überraschend, dass da noch einer steht. Ein Topf. Wenn ich hier jetzt rausgehe, müsste ich trotzdem gehen, oder? Gelohnt hier. Waffen-Repair-Kit wäre geil. Ich würde gerne die Scar hochreparieren. Ja. Das wäre nämlich sonst auch richtig, richtig teuer. Und in den Garagen kannst du es zumindest finden. Echt? Ja. Eigentlich ist die Chance recht gering, aber... Ich habe sie tatsächlich nie in Garagen gefunden. Das war mal in irgendeiner Staffel meine erste Garage, erster Loot-Container, Waffen-Repair-Kit. Nice. Ja. Ein tragbarer Gaskocher, Vanni. Yay. Soll ich ihn liegen lassen? Wir haben einen, richtig? Nein. Ich glaube, eine Elektrokochplatte hast du. Ja gut, wir haben auch keine Gasbuddel, ne? Dann na, bringt stimmt. Mir... Dann bringt ich pack's trotzdem ein. Ich hab Platz, hast Glück. Geländemotorrad Vorderradabdeckung. Ich kann es liegen lassen, die ist nichts wert. Aber haben wir eine Vorderradabdeckung? Weil Vorderradabdeckung, ist es nicht eine Rüstung? Ist das so ein komisches, rundes, gebogenes Ding? Ja. Ich das nicht drauf? Ich meine, wenn du Platz hast, nimm... Platz wir nehmen es mal mit, ist ja egal. Ja, ja. Ich wollte gerade sagen, wir gucken mal und... Ist ja Wurst. Ich bin dann eigentlich sind wir dann auch schon durch. Können wir schon fast wieder fahren. Ach, die vier Garagen hast du durch? Ja, Polizei ist durch. Ich mache jetzt die noch am Ausgang. Mhm. Da stehen immer noch Kisten auf dem Dach. Das sind aber, waren eh nicht deine, oder? Auf dem Dach? Auf der einen Garage stehen noch Kisten. Ich glaube, was waren AJs oder so. Ach so, ja. Leica-Tür rechts brauchen wir nicht, oder? Fahrtrichtung rechts ist Beifahrertür, ne? Nee. Ein Reifen-Repair-Set. Bringt nichts. Gibt's nicht. Schon wieder kippen, alle. Holla the Waldfee. Okay. Warst du Kirche? Nee. Dann gehe ich noch schnell Kirche auf Rückweg, aber ich bin dann schon durch. Ha! Da läuft ein Zombie mit Rucksack! Ich wollte gerade sagen, ich habe die, Boah, wie viele Bullen hier gespawnt sind. So, gucken wir mal. Gelber Schraubendreher incoming. Ich sag's euch. Shops im Kühl. Oft genug beschwert. Oder Horde. Ja. Ja. Ja, nur so kommt man zu was. Nur so kommst du zu was. Eine Kerze schon wieder. Also Halloween-Kerzen haben wir schon mal. Kein Couponbogen, ich bin enttäuscht. Noch eine Kerze. Kein gelber Schraubendreher. So, jetzt wenigstens eine Hunter auf dem Dach. Oder noch geiler, Hunter Zielfernrohr. Wir haben es übrigens getestet. Das Zielfernrohr, was wir haben, ist ein 6-fach-Zoom. Also man kann nur 6-fach-Zoom nehmen. Ist ein bisschen bekloppt tatsächlich, für die Stadt und so weiter, für Snipen gut, aber für alles andere bescheuert. Und es passt nicht auf die Carbon-Hunter, leider. Es ist tatsächlich... Doch, ein Compound-Bogen in Rot! Auf dem Dach, schön. Hast du Schwein? Ja. Gib es nicht.
auf dem Dach. Ich habe gerade den Camouflage, dann weil ich den. Oh, respawn. Oh. Da ist noch die Bar. Seife in der Bar. Und, oh Gott. Okay, hier sind ein paar mehr Puppets gespawnt. Ja, ein paar mehr. Alle beim TÜV-TÜV. Oh. Oder nee, ist zu TÜV-TÜVs. Am Busch steht irgendwo einer. Natürlich ist es militärischer. Natürlich. Ja? Nee, das ist unmilitärischer. Stür! Deswegen habe ich ja gerade. Habe ich ihn ja gerade umlaufen. Okay, wir können. Wir können. So, Folge wäre ein bisschen kurz. Dann sehen wir uns doch beim Händler gleich wieder. Beziehungsweise halten wir noch irgendwo an unterwegs? Nee, beim Händler. Dann machen wir nochmal Pause. Bis gleich. So, Hallöchen. Wie man sieht, kleine Planänderung. Wir sind nach wie vor in B1-Stadt. Wir gehen noch kurz tanken. Das wollte ich nur in die Aufnahme mit reinnehmen. Denn ich habe zu wenig Benzin. Man ist zwar noch gut dabei, aber bei mir Hälfte. Die nächste Tank ist dann ein bisschen weiter weg tatsächlich. Deswegen, wir gehen noch schon tanken. Gucken wir mal. Vielleicht noch ein Militärköcher. Ich glaube, ich habe mittlerweile zwei in der Verkaufskiste. Achso, wir hätten gemeinsam hinfahren. Na wohl, du bist hinter mir, oder? Ach, guck mal, hier hat eh irgendeiner getankt. Hier ist halb leer. Oh, Spawn. Oh. Ja. Na, Spawn. Und Äffchen. Bunny, ist schlecht. Bist du weggefahren? Ja. Warum? Um alle Puppets zu mir zu locken, die gar nicht gespawnt sind? Sorry, nie wegfahren, warte, anhalten. Halt, nicht wiederkommen. Ah! Nicht wiederkommen. Fahr irgendwo hin. Ja, warte, jetzt muss ich gucken. Dass ich dir willst du mich umbringen? Ich muss gucken, dass ich den Pieper mitziehe. Geh weg! Fahr einfach weg von mir. Auf mir ist keiner momentan getriggert. Ja, ich fahr auch weg. Wanni möchte mich umbringen, jetzt wo wir bei 133 umbogen sind. Klar, gerne. Der Pieper kommt mit. Im Koch. Die anderen laufen, glaube ich. Laufen die anderen zurück? Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich höre irgendwas. Ich steig mal ein. Geil, der Einzige, der mich hier weiterverfolgt, ist der Pieper. Natürlich. Ist er jetzt getriggert oder nicht getriggert? Der Pieper, der ist immer der hier. Ich will noch tanken. Deswegen sind wir da. Alter. Manni. So, fahr schon mal Richtung Händler C2, dann treffen wir uns da. Höre, gebe ich Hackengas. Ach, anhalten und draufhauen. Eine Pfeil gekostet mir nicht. So, also, hat sich gelohnt, dass ich die Aufnahmen gestartet habe. Wann hätte ich beinahe umgebracht? So, bis gleich beim Händler. So, wir sind zurück. Ich stehe schon mal beim Händler. Wanni kommt gleich. Wir verkaufen jetzt erstmal ein bisschen Zeug. Die Aufnahme wird wahrscheinlich irgendwie mittendrin aufhören, weil wir haben massiv viel Zeug zu verkaufen. Dann werden wir ein bisschen einkaufen. Danach geht's weiter. Wir wählen vielleicht dann auch nochmal ins Gefängnis. Wir gucken mal. Aber es wäre im Bereich des Möglichen. Oh, einen Schal, den würde ich gerne behalten. Warte mal. Wenn du übrigens was behalten möchtest, von dem Zeug, was wir jetzt praktisch alles verkaufen, oder was in der Verkaufung drin ist, zieh das einfach raus. Okay. Und woanders hin. Weil wir müssen nicht. Wir haben jetzt nicht den Zugzwang, dass wir tatsächlich alles unbedingt loswerden müssen. Ich meine, kohlemäßig läuft es ansatzweise. Ein paar Items kann ich auch noch hochreparieren, wobei. Nehmen wir erstmal das Messer hier. So. Gucken wir mal, wo wir rumkommen. So. Guck mal, ein 100er pro Maske fast. Immerhin. Okay. Ist ein bisschen kalt. Gut. Fahr bauchfrei durch den Schnee. Könnte daran liegen. Das könnte sein. So, $800. Sehr schön. Mal gucken, wo wir mal rauskommen. Bin mal gespannt. Schwer einzuschätzen tatsächlich, weil wir so viel Zeug haben. Ist tatsächlich diesmal schwer einzuschätzen. So, das hier. Eisernes Schloss. Ja, komm, versteck mal. Was soll's. Militärische Köcher, auch taktische Pistolenholster. Habe ich jetzt mal alles rausgeschmissen. Was wir
Oder alles in der Verkaufskiste drin haben, wenn du da irgendwie farblich auch abweichend hast oder sonst irgendwas anderes. Weißt du Bescheid. Warte, da. Ja, gut, ich. Oh, ich hab keinen. Militär hab ich, glaub ich. Ja, es wird halt drauf ankommen, was man an Militärklamotten findet, ne? Na gut, was du dir halt kaufst. Man muss ja nicht zwangsweise finden. Oh Gott, wer hat denn die Ferngläser gekauft? Kann man das immer nicht merken. So, es gibt so manche Dinge, die merke ich mir nicht. Ah, okay, General Goods kauft tatsächlich auch die Ferngläser. So, es sind nochmal 1000 Dollar. Jetzt sind wir schon bei 2000. 1000 für jeden haben wir schon. Achso, und ich wollte eigentlich noch hochreparieren. Fernglas. Ja, ich stelle nochmal irgendwie ein Repair-Kit her. Warte mal hier. Faden. Da. Nadel. Irgendwo fliegen sie doch immer rum. Du meinst irgendwo ganz oben. Die sieht man ja auch unglaublich gut, ne? Ja, das ist es halt. Ich vermisse immer noch eine Suchfunktion. Wäre cool. Name eingeben, Suchfunktion. Warte, du sagtest jetzt die Militärklamotten. Hast du jetzt alle im Verkaufen mit drin gehabt, oder? Guck einfach die Verkaufskisten durch. Wenn dir davon irgendwas gefällt, behalt's. Wenn dir irgendwas sympathisch davon ist. Zieh's dir raus und behalt's. Weil den ganzen anderen Rest verkaufen wir einfach. Mhm. Ich weiß gar nicht, wer das Ding kauft. Sicherung. Chat geht's wieder hoch her. Wir haben Spaß. High-Top-Schuhe. Gummistiefel. Wo ist die Mistgabel? Ja. Huch, das war eine Drohne. Drohne. Ich habe das Ding doch gerade hochrepariert, die Motor. Was zur Hölle? Ich habe die vor 30 Sekunden hochrepariert. Oh, 400 Dollar, eine 93er Bohrmaschine, immerhin. Let's see what you Nochmal 1300. Reparatur, 0 Dollar. Gucken wir mal, was rauskommt. 91 Dollar. Die Reparatur hat sich gelohnt, würde ich sagen. Was ich liebe, das leckt sich. Nein, das klatscht sich. Oder lootet einen danach. Schön. Und lootet einen danach. Ja. Wir haben Spaß. So, mal den ganzen nicht-militärischen Loot rausballern noch. Die Axt. Armierungsschneider. So, verkaufen 2 haben wir auch noch. Ist ja das Schöne. So. Okay. Oh, die Brille kann man. Motorradbrille kann man nur mit Repair-Kit reparieren. Interessant. So, Spitzhacke. Eine Axt verkaufe ich auch mal. Wir haben ja jetzt eine Kettensäge durch den Airdrop auch. Was ganz cool ist. Und Manni mag ja Kettensägen. Kettensäge. Warte, ich brauche dann auch zusätzlich eine der Halloween-Masken. Ist da jetzt ein 0 Dollar? Ach ja, die Motorrad. Achso, diese. Oh, schade. Aber wobei, man kann die Halloween-Masken kann man sogar selber craften, lustigerweise. Ach, jetzt habe ich die Axt wieder liegen lassen. Ich hält. Eine Leica-Motorhaube willst du behalten? Ja, die fehlte mir doch, oder? Oder haben wir. Weil die liegt in der Verkaufskiste. Aber kann es sein, dass wir die da rein haben, weil kein Platz mehr da war? In einem Anfall von geistiger Umnachtung. Okay. Hast du jetzt noch was in den Pfoten? Ja, 420 die Axt. Vorschlagkammer kauft ja gar nicht. Okay, interessant. Dann wahrscheinlich Trainer Goods. Nochmal 700. Also ich bin jetzt bei 6000, jeder 3000 haben wir schon. Nicht schlecht. Da war noch nicht mal ein militärisches Ding dabei. Gut, die hatte ich jetzt gerade teilweise. Okay. So, ich pack mir mal das Autozeug rein. Ich glaube, die Beanie nimmt auch nur der Dings Heini, der Armory.
Auto, Auto, Auto. Verkaufen zwei. Den Rager-Scheinwerfer behalten wir ja. Obwohl, nee, das ist hinten. Hinten rechts können wir verkaufen. Hinten passiert nichts. Wrist Break Light Center. Was ist denn Light Center? Das behalten wir mal. Wer weiß, ob wir es brauchen. Mit mittleres Licht? Ich weiß nicht, ob das nur ein Frontlicht hat. Ich habe es mal ehrlich gesagt noch nicht so angeguckt. Aber wir können es mal behalten. Vorne rechts Scheinwerfer würde ich auch mal behalten. Was war jetzt? Autozeug, genau. Wer kauft denn die Ledergürtel mit Pistolenholster? Die Ledergürtel lustigerweise anscheinend gar keiner. Aber ich glaube, du kannst mal versuchen, bei Channel Goods den einfach nicht Channel Goods, bei dem... ja, genau, den anzuklicken. Kann einfach sein, dass der Preis backt. Nee, ich habe überhaupt keine Verkaufspreise da. Okay. Nee, und wenn ich es anklicke, taucht es noch nicht mal im Verkaufen-Menü vom General Good auf. Ja, ja, das ist irgendwie... Ich konnte ihn auch nicht verkaufen, das Lederding. Ich hab keine Ahnung. Militärische Köcher brauchst du jetzt keinen oder sowas? Nee, einen militärischen Köcher hab ich um. Okay. Dann haben wir das Ding hier. Kunai. Desert Eagle Taschenlampe. Ach, kann auch erstmal weg. Militärische Mütze. Claymore. Den CD-Player, den einen kauft er nicht. Stichsichere Weste. Auch weg. Weg. Cobound-Bogen kann auch weg. Cobound-Bogen, ich glaube, einen haben wir sogar noch zu Hause liegen. Die haben Spaß im Chat. Mhm. Guns come unloaded. Security reasons. Naja, $200 der CD-Spieler, der 71% hat. Das ist schon krass. Boah, 684 die Claire, was aber auch nett. Das sind 3500. Nobody cares. Nochmal 200. Guns come unloaded. Security reasons. Obviously. Damit sind es 10.000. Nett. Kunai. Okay. Verkaufen. $25. Danke für nichts. Sag mal, hast du das hier nicht? $72. Irgendwas packt gerade ein bisschen rum, finde ich. Hallöle. Oi. Liest im Chat. Ist hier denn keiner ernst? Aha. So, Verkauf. Was haben wir noch? Die Dinger. Die Mützen müssen repariert werden. Da ist noch so eine Mütze. Das Ding hier können wir noch vercheckken. Die Tabletten haben wir noch. Da haben wir noch Handschuhchen. Okay, M1911. 88%, $41. Nee, es lohnt sich nicht. Behalte das Ding lieber. Als Ersatz. Der achte Ersatz oder so. Ja, ist ja egal. So, ich glaube, wir haben es dann. Ich habe jetzt noch mal ein bisschen anderen, aber ich habe jetzt 11.000 gerade einstecken. Moment, ich muss noch den Feuerwehrhelm verkaufen. 133, 134 Rundpunkte wahrscheinlich am Ende. Vitamindose $89, aber für irgendwie für so Schmerztabletten kriegst du 379, ist unglaublich. Und das ist nicht mal eine Dose. Tausender nochmal, ja, voilà. So, ganz kurz gucken, was das Barett kostet, das war, glaube ich, auch relativ günstig. 80, ja. Wobei es geht, also mitnehmen lohnt sich das Barett. Wobei es militärisch, da lohnt sich alles mitzunehmen. So, das heißt $12.500 habe ich. Manni, wie viel hast du? 2500. Da bin ich schneller beim Verkauf. Ja, ich weiß. Okay. Das heißt für jeden 7000 fast. Grob. In dem Dreh. Mal ganz kurz die Behaltenkiste durchgucken. Hier wäre nochmal ein militärischer Köcher. Was haben wir noch? Stichsägeweste. Die Stichsägeweste kann weg. Ich lege dir einfach mal mein Geld mit in die Mitte, ne? Jo. Ah ja, warte, dann stacken wir es und unterteilen wir es komplett. Was haben wir noch in der Autokiste drin? Wir haben halt wirklich sehr viel Loot. Da ist noch ein eisernes Schloss. Wobei, das waren $30, lohnt sich nicht mal.
Kampfstiefel. Nee, ach komm, wir behalten auch die Weste, scheiß drauf. Als Ersatz, dann haben wir ein bisschen was als Ersatz zu Hause liegen. Dann teilen wir mal die Kohle, das sind jetzt 15.000, also tatsächlich 7.000. So, teilen, einmal die Hälfte von... Achso, das geht. Cool, ich krieg das nicht weggeklickt. Trennen, jetzt geht's. Und teilen, das heißt 7.500 pro Nase. Hier liegt auf dem Boden. So. Die werde ich jetzt gleich mal einzahlen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In der nächsten Folge. Vielleicht Gefängnis, vielleicht Burg. Ich bräuchte einen 100-Pfund-Bogen wieder. Gucken wir mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.